In diesem kleinen Video, zu dem ich Sie recht herzlich begrüße, sehen wir uns die Monats- und die Jahresübersicht an. Und zwar beide in einem Video. Warum beide in einem Video? Weil diese beiden Statistiken vom Grundaufbau her sehr, sehr identisch sind. Der einzige Unterschied ist der, dass Sie in der Jahresübersicht eine Aufsummierung Ihrer getätigten Umsätze nach Monat und Jahre erhalten. Und in der Monatsübersicht erhalten Sie eine Aufsummierung Ihrer getätigten Umsätze nach Datum, also das heißt nach Tag eines Monats in einem Jahr. Okay, soweit so gut. Damit wir natürlich das Ganze besser verstehen und damit es vielleicht auch ersichtlicher wird, machen wir jetzt auf die Schnelle mal 2, 3 Verkäufe. Ich sage hier, ich mache hier einen ganz einfachen Barverkauf. Ich mache hier einen EC-Verkauf. Jetzt können Sie sagen, geht das wirklich so schnell? Ja, das geht wirklich so schnell. Und wir machen einen Rechnungsverkauf. Und zwar, der nimmt 100 Schrauben mit. Rechnung, der überweist es und fertig. So, jetzt haben wir auf die Schnelle innerhalb von ein paar Sekunden einen EC, einen Bar und eine Rechnung erstellt. Es geht wirklich so schnell mit Wabi Profi 3. Okay, nun sehen wir uns die Statistik an. In der Monatsübersicht, also wir bleiben jetzt einfach mal in der Monatsübersicht, ist es so, dass wir nun eine Aufsummierung unserer getätigten Umsätze haben. Und zwar können wir rechts auswählen, was wir sehen wollen. Wir können Bar, Scheck, Lieferscheine, EC und Rechnungen uns ansehen. Wenn Sie vielleicht aufgepasst haben oder derjenige unter Ihnen, der vielleicht Betriebswirtschaft oder BWL in der Schule hatte, der sagt, ja, Lieferscheine in einer Statistik, was hat denn das da zu suchen? Ganz einfach. Und jetzt kommen wir auch zum springenden Punkt. In der Titelleiste stehen bei manchen Übersichten oben keine steuerrelevante Auswertung. Warum ist das so? Weil, wie in unserem Beispiel, ein Lieferschein zwar eine Herausgabe von Ware darstellt, aber ohne konkrete Forderungsstellung. Das heißt, ohne zwangsweise erstellt die Rechnung sofort danach. Oder andersrum im Klartext, wenn Sie heute einen Lieferschein erstellen, könnten Sie rein theoretisch erst in 3 Monaten die Rechnung dazu erstellen. Deswegen geben Ihnen solche Übersichten oder solche Statistiken, bei denen oben steht keine steuerrelevante Auswertung, auch dementsprechend immer nur Grundumsatzwerte dar. Und was das jetzt bedeutet, schauen wir uns jetzt an. Das heißt, wir haben hier eine Rechnung erstellt in Höhe von 85 Euro. Okay, dann haben wir hier einen Barverkauf getätigt in Höhe von 89 Euro. Wenn wir beide nun zusammen addieren, haben wir hier 175 Euro aufgerundet. Jetzt kommen wir zum praktischen Teil. Jetzt kann es ja durchaus sein, dass ein Kunde zu Ihnen kommt, für den Sie eine Rechnung erstellt haben, Sie die Rechnung dem Kunden vielleicht auch zugesandt haben und der sagt, hey, ich will die Rechnung jetzt bitte bezahlen. Dann können Sie natürlich in der Kasse hergehen und sagen, gib her die Rechnung, zack, ich will die Rechnung haben, nun übernehmen. Nun sage ich, ich will die 85 Euro, die ursprünglich eine Rechnung waren, bezahlen. Und nun sage ich ja, Zahlung übernehmen. Rein rechtlich ist es jetzt so, dass ja nichts verschwinden darf. Das heißt, es muss ja alles reproduzierbar sein. Im Klartext, wenn jetzt dieser Kunde, für den Sie ursprünglich eine Rechnung erstellt hatten, die wir im Übrigen auch hier jederzeit nachsehen können, und zwar die jetzt bezahlt, dass wenn der natürlich diese Rechnung beim Finanzamt einreicht und Sie irgendwann eine Querprüfung haben, müssen Sie natürlich belegen können, dass diese Rechnung auch irgendwann mal existent war. Und das können Sie mit Wabi Profi 3, das heißt, es ist nichts im Nachhinein veränderbar. Okay, so, das heißt, wir haben hier eine Rechnung erstellt. Aber zugleich haben wir auch hier unten, sehen Sie es vielleicht in der Liste, eine Barbezahlung, das wir im Übrigen auch bei den Wohnkopien jederzeit einsehen können. Und wir sehen hier, dass wir eine Rechnung haben, also eine Begleichung der Rechnungsnummer 1, und zwar in Höhe von 85 Euro. Okay, also alles belegbar. Aber wie sieht es jetzt nun mit der Statistik aus? Wenn wir nun sagen, wir wollen nur Barverkäufe sehen, wir klicken auf das Auge, haben wir immer noch unsere 89,95. Jetzt könnten Sie sagen, ja Moment, die Rechnung wurde doch in Bar bezahlt. Richtig. Wenn wir hier auf Rechnungsverkauf gehen und gehen auf das Auge, haben wir unsere Aufaddierung von unseren 89,95 und unseren 85 Euro. Wenn wir hingegen nun den Barverkauf herausnehmen, haben wir immer noch unsere 85 Euro als Rechnungswert drinstehen, obwohl die aber bar verkauft wurden, also bar bezahlt wurden. So,
Und das sollte jetzt Ihnen eigentlich den Unterschied dieser Statistik oder dieser Wertdarstellung oder dieser Wertberechnung klarer machen. Das bedeutet, zusammengefasst, Wabi Profi 3 zeigt Ihnen immer die getätigten Umsätze bei einer nicht steuerrelevanten Auswertung in Form der Grunderstellungsart an. In unserem Beispiel die Rechnung, das heißt die 85 Euro Rechnungsstellung, bleiben immer in einer solchen Statistik bei Rechnung drinstehen, das heißt bei der Grunderstellungsart. Und selbst wenn diese Rechnung irgendwann in Bar bezahlt wurde, wandern diese 85 Euro nicht nach Bar rüber, denn wenn wir das Ganze ein bisschen weiter spinnen, dass wir sagen, wir wollen Rechnungen und Barverkäufe sehen, dann weiß ja Wabi Profi 3 ja nicht, oder andersrum, wenn wir Rechnungen nun rausnehmen, dann weiß Wabi Profi 3 ja nicht, was soll er denn eigentlich jetzt mit den 85 Euro machen? Wo bleiben denn die 85 Euro? Ist es jetzt relevant bei der Barbezahlung, also bei Barumsätzen oder bei Rechnungswerten? Auch könnten Sie natürlich sagen, ich will auch Lieferscheine mit dazu sehen, denn wie gerade vorhin auch erwähnt, hat ein Lieferschein keinerlei steuerrechtliche Relevanz. Es dient lediglich für Sie intern dazu, zu sehen, was haben Sie denn an Rechnungen, an Lieferscheinen oder an der dementsprechend gewünschten Art hier, die Sie hier auswählen können, für einen Zeitraum, den Sie hier oben definieren können. Und Sie könnten auch noch sagen, eventuell von einem speziellen Lieferanten, von einer Warengruppe, von einem bestimmten Verkäufer, könnten Sie die Grunderstellungswerte ansehen. Also das dürfte nun klar sein. Wenn Sie auf den Button Info klicken, erhalten Sie auch das, was ich jetzt sehr, sehr ausführlich und mit dem Praktischen erklärt habe, nochmal als geschriebenes Wort. So, dann kommen wir zum nächsten. Also ich denke mal, die Umsätze oder die Darstellung von getätigten Umsätzen aufgrund der Art ist jetzt soweit klar. Die Auswahlmöglichkeiten ist auch klar. Hier können Sie Jahr, Monat auswählen. Wenn Sie eine Veränderung getroffen haben, müssen Sie danach auf das Auge klicken, damit der Select, also das heißt der Aufruf, die neue Auswertung ausgeführt wird. Okay, jetzt könnten Sie sagen, hier oben steht aber Kostenrechnungsart für Ausgaben. Warum steht dahinter für Ausgaben? Ganz einfach. Ich habe Ihnen am Anfang erklärt, wie sich eine Ausgabe oder ein getätigter Umsatz erhält oder verhält. Das schauen wir uns nun sofort in der Praxis an. Ich sage hier, ich habe jetzt eine Rechnung bekommen am 19.03. mit der Belegnummer 12345, ist doch wurscht, über einen Betrag von 100 Euro. Und das Ganze, was machen wir hier? Das war ein Wareneinkauf, das speichern wir. Und jetzt haben wir eine Ausgabe erfasst, das könnte Tankbeleg sein, es könnte eine tatsächliche Warenlieferung sein, es könnte der Bürobedarf oder Reinigungszettel sein, den Sie bei Ihrem Discounter gekauft haben, wie auch immer. Nun müssen wir natürlich sagen, dass wir das ganze Ding bezahlt haben. Und ich sage, ich habe es von einem Girokonto bezahlt, das war eine sonstige Ausgabe und das habe ich heute bezahlt, egal. Ja, so schnell geht es. So, was ist jetzt passiert? Wir haben nun eine Ausgabe in uns, also virtuell, vom 19.03., also das heißt, also der Beleg war vom 19.03., haben wir gesagt, okay, die haben wir erfasst und die haben wir bezahlt. Allerdings haben wir diese erst einen Monat später bezahlt. Und nun kommen wir ins Praktische wieder hinein, bei denen ich Ihnen diese Combo-Box oder die Auswahl dieser Combo-Box nochmal im Praktischen erklären kann. So. Ich habe da am Anfang davon gesprochen, Einnahmeüberschussbilanzierung. Also Einnahmeüberschuss bedeutet, egal von welchem Datum die Rechnung der Beleg ist, an dem Datum, also den Zeitraum, in dem er bezahlt wurde, kommt er auch steuerrechtlich, sprich die Umsatzsteuer, zum Tragen. Okay. Das heißt, die wurde bei den 100 Euro waren ja so an die 16 Euro Mehrwertsteuer drin und diese Mehrwertsteuer wird zum Zeitpunkt der Bezahlung angerechnet, bei Einnahmeüberschussrechnung, also 4.3 Rechnung. Das heißt, wir haben hier bei den Ausgaben nun 100 Euro stehen. Cool. Wenn Sie hingegen bilanzierungspflichtig sind und wir wählen den Zeitraum erneut aus, haben wir hier bei Ausgaben nichts drin stehen. Denn wir wissen, bei einer Bilanzierung kommt die Steuer in einem Betrag, also das heißt bei einer Ausgabe, bei einer Einnahme, wie auch immer, dann zum Tragen, das heißt, wann der Beleg erstellt wurde. In unserem Beispiel wurde der Beleg ja im März erstellt und wir wechseln hier einfach mal auf März und sagen, zeig mir mal hier das an. Wir haben hier nun tatsächlich eine Ausgabe oder einen Ausgabenwert hier drin stehen, der zwar erst im April bezahlt wurde, aber der im März angerechnet wird, weil Sie ja sagen, meine Ausgabe oder für die Ausgaben bin ich bilanzierungspflichtig.
Also, ist schon voll cool so. Okay, das Ganze können Sie sich natürlich ausdrucken. Klar, egal ob Sie sich jetzt die Monatsübersicht oder dementsprechend die Jahresübersicht ausdrucken, geht beides natürlich, indem Sie sagen, hier auf den Druckbutton einfach klicken und das war's dann. Abschließend möchte ich nochmal darauf hinweisen, wenn Sie eine Rechnungserstellung haben, ja, wir sind jetzt hier aber einfach in der Jahresübersicht, wenn Sie Rechnungen erstellt haben, weiß natürlich Wabi Profi 3 nicht, oder wenn Sie dort aufs Konto hinterlegt haben, weiß Wabi Profi 3 natürlich nicht zu dem Zeitpunkt. Wenn diese Rechnung noch nicht bezahlt wurde, ob jetzt da das Konto oder sonst irgendwas mit drin war, das weiß Wabi Profi 3 nicht. Also das heißt, ob der Empfänger Ihnen da aufs Konto bei der Bezahlung abgezogen hat. Deswegen wird immer der Bruttoerstellungswert genommen. Deswegen sind diese Auswertungen auch keine steuerrelevanten Auswertungen. Abschließend, und jetzt kommen wir wirklich zum Ende, wenn Sie eine steuerrelevante Auswertung wollen, gehen Sie bitte in den Monatsbericht rein. Dort wählen Sie Ihre Kostenrechnungsart aus und erhalten dann exakte steuerrelevante Auswertungen, die für Sie und für Ihre Kostenrechnungsart für den gewünschten Zeitraum, den Sie hier einstellen können, relevant sind.